Die Schlacht von Turin. Und Turin ist zwar gar keine Zielstadt, das heißt, wir hätten sie theoretisch auch ignorieren können, aber wir wären so oder so nicht mit unseren Einheiten direkt nach Savona gekommen. Das heißt, wir nutzen jetzt die Möglichkeit hier nochmal zu plündern und dann hoffentlich mindestens 2 Nachschubpunkte noch dazu zu bekommen. Ich sehe gerade, der ganze Plan hat sich in Rauch aufgelöst natürlich, weil wir durch den Fog of War ja die 2 Nachschubpunkte schon bekommen haben. Mehr können wir gar nicht vom Gegner kriegen. Dann schlagen wir jetzt diese Schlacht und sind mal gespannt, was passiert. Ich meine, es ist schon wichtig natürlich jetzt die Stadt rauszunehmen, damit da keine weiteren Verstärkungen für die Österreicher reingesetzt werden. Das heißt aber, dass wir die Kampagne nicht mit dem überlegenen Wert schaffen können. Es sei denn, wir gehen gleich mit 2 Einheiten nach Savona. Das müssen wir uns dann nochmal ganz genau anschauen, ob wir das tun wollen oder nicht. Ich sehe da, wenn ich mir gerade die Truppen angucke, noch eine Möglichkeit, dass es tatsächlich klappen könnte. Aber ja, kümmern wir uns erstmal hier um diese Schlacht. Also, den Plünderungszug setzen wir nicht ein. Die Schlacht dauert 5 Runden, das heißt, die Länge zu beeinflussen brauchen wir, ist irgendwie auch irrelevant. Wir könnten eine Frontstellung einnehmen, das heißt, Einheiten hier in die erste Linie zu bringen. Wie wäre denn das, wenn wir das täten? Könnten wir eine Einheit nach vorne bringen? Die opfern gewissermaßen den Vormarsch verhindern, aber das scheint auch unsinnig zu sein. Wir könnten versuchen, auf die Genietruppe zu würfeln, also die Ingenieure gewissermaßen, die Pioniere, wie auch immer man sie hier nennen möchte, und die beiden statischen Befestigungen reduzieren. Wir könnten auf Terrain gehen, alle Gegner in der Reserve stationieren, dann hätten sie einen längeren Aufmarschweg und wir könnten vielleicht unsere überlegene Artillerie hier zum Einsatz bringen. Wir sind allerdings auch natürlich der gegnerischen Artillerie ausgesetzt. Das ist so ein bisschen das Problem, deswegen will ich eigentlich so schnell wie möglich vorrücken. Wir könnten einen Schockbonus bekommen. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns irgendwie was bringt in dieser Situation. Falls wir geschockt werden durch gegnerische Einheiten, kriegen wir +3 auf den Schockwert. Also auf den Resistenzwert gewissermaßen. Okay, dann haben wir noch 2 Schlachtpläne, die wir wählen können. Wir werden als allererstes mal den Grape Shot zum Einsatz bringen, hier auf unsere stärkere 5er Artillerie, die dann modifiziert ist auf 7 und 1. Wir werden dem Victors Infanteriekorps den Vorrücken und Feuern Befehl geben. Und damit hat sich das auch schon erledigt, denn von den 3 ist ja einer der Insight-Befehl. Wir könnten natürlich auch ganz auf Insights verzichten. Ich meine, das wäre nochmal eine Möglichkeit, ne? Damit wir alle 3 Schlachtpläne, lass uns das doch machen, alle 3 Schlachtpläne ausspielen können, ist die Frage, was wollen wir als dritte Option jetzt hier noch nehmen? Wollen wir die Kavallerie schon mal im Angriff vielleicht nach vorne bringen? Wir versuchen das mal. So, dann haben wir 3 Befehle gegeben. Wir würfeln aus. Wir haben hier 3 P-Einheiten. Müssen mal schauen, welche den ersten Befehl bekommt. Eine 8, 3, 6, 8. Das ist diese Einheit hier. Den Watch. Dann eine 5. Das heißt, die vordere Einheit gezieltes Feuer. Nee.
Das Rad und hier gezieltes Feuer. Okay, das können wir schon mal wegtun. Die Einheit kann niemanden treffen. Die Einheiten werden standardmäßig vorrücken. Haddick muss auf Aktivierung würfeln, hat einen Wert von 6, mit einer 1 ist er aktiviert. Er ist schon in Kolonne, er rückt vor, er würde mit plus 2 angreifen, da ist aber niemand. Und wäre der Gegner in Kampfreichweite, würde er die Formation gehen, das ist ebenfalls nicht der Fall. Haddicks Kavalleriekorps aktiviert mit einer 2, Kavallerie vorrücken, dann alle Einheiten vorrücken, dann Linienformation und... Infanterie würde jetzt angreifen, ist aber eine Kavallerieeinheit, deswegen wird das also nicht passieren. Jetzt die Frage, was zuerst tun? Ja, Viktor wird seinen Befehl ausführen. Ach Quatsch, wir müssen erst noch die Artillerie natürlich Feuer lassen. Die Verteidigungsartillerie mit einer 8 trifft sie aber nicht. Also dann Viktor. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. So, damit ihr ein bisschen besser zumindest sehen könnt. Viktor wird seinen Vorrücken- und Feuernbefehl ausführen. Er rückt vor mit einem verbesserten Schockwert um 2. Der Gegner hat nur einen Wert von 2, der also auf 0 reduziert ist. Deswegen kann er dem Schocktest nicht standhalten. Kavallerie mit einem Schaden ist raus aus dem Spiel und dann geht Viktor in die Linienformation und feuert mit +1/+1, also 7-1. Es ist eine 1. Wow, damit sind das 2 Treffer und er trifft die schwächsten Einheiten, also den Rekruten, der ist ausgeschaltet. Den nächsten Rekruten, nein, der ist besser. Ist tatsächlich Haddick hier, der den Schaden nimmt, also die Einheit ist raus. Und Haddick, seht ihr, hat einen Schaden genommen. Dann werden wir als nächstes die Kavallerie hier zum Einsatz bringen. Vorrücken, vorrücken, hätte verbesserten Schocktest, aber da ist keine gegnerische Einheit. Und Angriff. Und Viktors Kavallerie hat einen Angriffswert von 7 hochgestellt. 4. Ich würfle eine 10. Oh mein Gott. Er trifft also überhaupt nichts. Gut. Stuchet rückt vor, kann nichts weiter machen. Dann kommt unsere Rekrutenartillerie, die Vierer zuerst. Hoffentlich haben wir da mehr Glück. Nein, eine 9. Dann die andere, die mit dem Grapeshot auf 7-1 modifiziert ist. Würfelt eine 8. Ah. Okay. Ja, die Runde war nicht so erfolgreich für uns, wie wir uns das gewünscht hätten. 4 Runden verbleiben und wir müssen überlegen, was wir für Befehle geben wollen. Ich bin ganz stark dafür, dass wir also den Grapeshot für die Artillerie nehmen wir auf jeden Fall nochmal. Dann bin ich eigentlich dafür, dass Viktor wieder seinen Vorsturm macht, um nach vorne zu kommen. By the way, wir können mal eben erstmal die Punkte zählen. 9, 10, 15, 45 also. Wir haben 27, okay. Die Befestigungen retten den halt momentan das Leben. Wir könnten noch Formation verändern. Das heißt, Viktor und Suchet in Linienformation bringen, damit sie nicht automatisch Schaden nehmen, wenn die Gegner vorrücken sollten. Oder wir geben den Prepare, damit wir vor den Gegnern nochmal was machen können, entweder was haben wir für Optionen? Volleyfeuer? Wäre eine Option, würde aber nur eine Einheit rausnehmen. Flanke geht nicht.
Vorrücken und feuern, das wäre was Gutes. Vorrücken und feuern mit Prepare. So. Jetzt lass mich überlegen, welchen nehme ich jetzt raus? Den Kavallerieangriff oder den Grapeshot? Suchet, wenn das gelingt. Der geht rein, die beiden sind in Linienformationen. Das ist die schwächere Einheit, die es damit vernichtet. Dann kann er noch angreifen mit 6-1 und weil er im Nahkampf ist, nochmal 3-3 drauf, also 9-4. Wenn er Glück hat, trifft er dann sogar noch die Garnison. Und dann würde ich eigentlich gerne eins, ja, das ist die sicherere Variante, ne, als mit der Artillerie. Dann machen wir es so. Und dann ziehen wir jetzt für die Gegner Schlachtpläne und ich würfel aus, ob Haddick oder Keim zuerst einen bekommt. Eine 8, das heißt Keim bekommt sein erstes wieder gezieltes Feuer. Und dann Sturmangriff. Tatsächlich wären sie also reingekommen. Da wir aber jetzt hier den Prepare haben, ist Suchet als erster dran. Bevor die Gegner ziehen, normalerweise tun sie das ja zuerst. Vorrücken mit verbesserten Schocktest ist aber schon egal, denn und es trifft diese Einheit, weil sie P, also pur und nicht Line-Qualität ist. Sie hat schon einen Schaden und ist damit vernichtet. Dann geht Suchet in Linienformation und greift an, wie gesagt, verbessert 6-1 und dann nochmal auf 9-4, weil er sich im Nahkampf befindet. Ich würfle eine 1, was zwei Treffer bedeutet. Die Rekrute hat nur einen, tatsächlich geht der zweite also auf die Garnison, also das beste Ergebnis, das wir uns hier erhoffen konnten. So, gezieltes Feuer klappt hier nicht. Die Garnison ist aber jetzt in Schussreichweite, sie kann Suchet treffen. Sie tut das auf 3 oder weniger und mit einer 2 trifft sie Suchets Division, Quatsch, sein Chor. Wir sind ja hier gerade auf dem Chor-Level unterwegs und dann schießt die feindliche Artillerie noch auf einer 9, trifft sie aber zum Glück nicht, sonst hätten wir Suchet jetzt verloren. Okay, dann kommen wir zum nächsten Streich. Und zwar werden wir als erstes mit Victor den Kavallerieangriff machen. Vorrücken, hier ist niemand zum Schocken. Vorrücken, die Einheit im Zugang kann sowieso dem Schocktest nicht standhalten, da sie schon beschädigt war, ist sie vernichtet. Und dann nochmal Angriff mit 7 hochgestellt 4, das ist eine 8. Also Victor hat irgendwie momentan nicht so richtig Erfolg, aber wir haben unsere beiden Artillerie-Batterien noch, vielleicht können die noch etwas bewirken. Eine 8, das heißt die 4 hat schon mal nicht getroffen und die 5er vielleicht, eine 3, das ist ein Treffer und wir müssen kurz auswürfeln, welche Einheit auf eine 8 trifft, das die Befestigung, das ist schade, besser wäre die Infanterie gewesen, denn jetzt haben wir ja locker die dreifache Überlegenheit, das heißt die Befestigung ist sowieso vernichtet und Keim kann sich aus der Schlacht zurückziehen. Und die einzige Möglichkeit für Keim sich zurückzuziehen ist hier zu Melas Truppen nach Savona und jetzt hat der Feind da tatsächlich eine Truppe versammelt, die nicht ganz ungefährlich ist. Der Schlachtmarker kann entfernt werden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch 2 Nachschubpunkte. Und ich glaube nicht, dass wir diese Schlacht irgendwie gewinnen können. Oder sollen wir es mal riskieren? Ein Alles-oder-Nichts-Zug machen. Lasst uns mal die angeschlagenen Einheiten zur Seite tun. Zum Beispiel mit Lann hier hereinmarschieren. Napoleon kann den Gewaltmarsch kostenlos machen. Suchet bleibt zurück. Wir würden Victor mitnehmen. Und die 5er Artillerie vielleicht. Und dann sehr defensiv spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich breite hier mal gerade die Einheiten so ein bisschen aus. Also, dass wir mit diesen Truppen hier reinmarschieren. Wir müssten einen guten Fog of War Wurf natürlich kriegen. Ach so, das Problem ist, wir können ja überhaupt nur 2 Einheiten mitnehmen.
Das ist doch das Problem. Also haben wir eine zu viel. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Artillerie nicht mit, sondern die. Auch wenn das sehr riskant ist natürlich, ne? Denn ein Treffer kann Viktor schon vernichten. Da Napoleon aber einen Kommandowert von 3 hat, könnten wir jedes Mal den Prepare benutzen. Also jedes Mal, bevor der Gegner am Zug ist, schon zuschlagen. Und ich denke, wir werden das machen. Ich zahle diese 2 Ressourcen, die Nachschubpunkte. Und dann kommt es doch nochmal zur Schlacht hier nach einem Gewaltmarsch in Savona. Hat Napoleon sich hier übernommen oder kann er den Sieg erringen? Wir werden es sehen. Ja, die finale Schlacht bei Savona. Napoleon ist mit nur 2 Korps hier dem Gegner entgegengetreten, den restlichen Truppen unter Bulieu, den Korps unter Melas und Keim und der Garnison von Savona selbst. Wir müssen natürlich noch für den Kriegsnebel würfeln. 1-6, das heißt 4 Runden wird die Schlacht dauern und wir könnten... Oh, wir dürfen eine bewegliche französische Einheit in die Schlacht führen, das ist doch hervorragend. Genau das brauchen wir jetzt. Jetzt die große Frage, was für eine Einheit nehmen wir? Nehmen wir tatsächlich die Artillerie, wie ich gesagt habe, und nehmen wir zum Beispiel noch Duesmes Infanterie-Korps mit hier, mit einer Stärke von 6. Ich glaube, ich will jetzt aber nochmal sicher gehen und lieber die Infanterie mitnehmen. Und dann jetzt eine defensive Stellung beziehen. Und zwar... haben wir jetzt 3. Wir könnten noch ein Insight natürlich wählen. Wir könnten Einheiten in die Frontstellung bringen. Zum Beispiel unsere Infanterie. Dann hätten wir jede Runde noch 2 Insights. Ich würde aber gerne, glaube ich, die volle Bandbreite der Befehle... ausspielen wollen. Ich nehme mal den Formationsbefehl, der uns es ermöglicht, zur beliebigen Zeit bis zu 3 Formationen zu verändern. Das würde dann hier Duesme und Viktor betreffen. Und das war's für die erste Runde an Befehlen, die ich geben werde, glaube ich. Wir können ruhig noch hier den Push-Befehl, den haben wir alle 3 ausgereizt, auf Duesmes Core spielen. Und dann müssen wir jetzt auswürfeln, ob die Kavallerie oder die Infanterie zuerst den Befehl bekommt. Es ist die Infanterie und ich ziehe zufällig das schnelle Vorrücken auf die Infanterie. Die Feinde kriegen plus 3 auf Aktivierung und einen Vorwärtsbefehl auf die Kavallerie. Und damit beginnt die Schlacht von Savona. Keim wird vorrücken. Die Garnison kann auf niemanden schießen. Melas Infanteriekorps befindet sich schon in Kolonne, deswegen muss er nicht würfeln. Es ist allerdings nur eine Infanterie, deswegen rückt er vor und bleibt in Kolonnenformation. Und auch hier muss er nicht würfeln, das heißt, die Offiziere waren hier unnötig. Vorrücken, wenn der Gegner in Schussreichweite ist. Linienformation ist nicht der Fall. Angriff ist auch nicht möglich. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt schon direkt zu unserem Zug. Und Lann wird seine Infanterie vorbewegen. Er kann niemanden schocken, aber er geht in Linienformation und kann feuern, modifiziert auf 7-1. Mit einer 5 ist das ein Treffer. Er trifft die schlechteste Einheit, das ist Keim in diesem Fall. Damit ist der Befehl von Lann erledigt. Ja, und jetzt wäre es vielleicht doch eigentlich ganz cool gewesen, schon den Kavallerieansturm hier zu haben. Das ist jetzt nicht der Fall, das heißt, Duesme, der marschiert vor und ich bin geneigt, auch Viktor schon nach vorne zu bringen. Jetzt setze ich den Formationsbefehl ein, das heißt, hier wird die Formation gewechselt auf Linienformation und damit sind wir in der nächsten Schlachtrunde und wir müssen entscheiden, welche Befehle wir wählen wollen. Und da werde ich auf jeden Fall den Kavallerieansturm wählen. Und ich werde auf jeden Fall
die Carré-Formation gegen die Kavallerie wählen. Und das ist schon mal ein Pre-Attack. Das heißt, wir können, da wir hier plus 4 modifiziert sind auf 10, nehmen wir die Kavallerie raus, bevor sie uns irgendwie zu Leibe rücken kann. Und dann ist die eigentlich gefährliche Einheit hier noch Melas. Das heißt, wir könnten danach sogar versuchen, ein All-Out-Attack, sag ich mal, zu machen und die Kavallerie direkt schon reinzuwerfen. Denn wir können ja selber entscheiden, in welcher Reihenfolge wir hier das machen wollen. Gut, dann würfle ich wieder. Und diesmal bekommt Melas den ersten Nahkampf und Melas. Die Kavallerie den ersten, sagen wir es so. Und den Nahangriff. So. Jetzt haben wir aber zwei Angriffe, die dem Feind vorausgehen. Der erste ist hier Lan, ein sehr guter Kommandant übrigens, oder ein sehr fähiger Kommandant Napoleons, der ja seit dem ersten Italienfeldzug an Napoleons Seite bleibt und dann irgendwann in der Schlacht fällt, aber einer der wertvollsten Offiziere neben Davout und Berthier, würde ich mal sagen, ist, die Napoleon in seiner gesamten militärischen Karriere hatte. So, die Kavallerie hat bekanntlich nur einen Trefferpunkt. Damit ist sie schon rausgenommen aus dem Kampf. Hervorragend. Lan, ich lasse den Befehl mal hier liegen, damit wir wissen, dass Lan erschöpft ist. Wir haben aber noch Victors Kavallerie, denn der haben wir den Prepare-Befehl gegeben. Sie kann jetzt also ihren Kavallerieansturm machen und dazu wird sie vorstürmen. Das löst einen Schocktest aus. Keim ist die schwächere Einheit, eine Pur. Befindet sich in Kolonne, ist schon beschädigt, ist damit ebenfalls vernichtet. Victor kann jetzt aber nicht weiter vorrücken, das wäre ja eigentlich die Möglichkeit, sondern da er sich jetzt im Nahkampf befindet, wird er jetzt angreifen und ebenfalls durch den Nahkampf ist sein Kampfwert 7-4 modifiziert auf 10-7. Wenn wir Glück haben, wird er also hier Melas jetzt aus dem Kampf nehmen. Das ist eine 9, das heißt, es ist nur ein Treffer leider. Okay, damit hat auch er seinen Job getan. Und jetzt ist Melas dran. Melas ist eine Infanterie, das heißt, er muss nicht für Aktivierung würfeln. Er ist schon in Kolonne, er soll vorrücken, das kann er nicht. Er ist nämlich im Nahkampf. Und dann greift er jetzt an. Er hat noch einen Kampfwert von 3, Nahkampf modifiziert auf 6-3. Und jetzt müssen wir wirklich alle Daumen drücken, damit Victor diesen Kampf überlebt. Das ist eine 1, das heißt, er landet tatsächlich 2 Treffer. Und das wiederum bedeutet, Victors Korps ist vernichtet. Und wir können eigentlich entscheiden, die beiden sind gleichwertig. Ich sag mal, Duesme nimmt den zweiten. Nee, das war unklug. Machen wir es mal so rum. Oder nee, dann würfeln wir doch lieber. Denn Duesme kann ja noch kämpfen, diese Runde, ne? Wenn wir dran sind. Lan hatte halt einen Pre-Attack, also dass er vor dem Zug des Gegners schon schießen wollte. Eine 8 heißt, aber Lan nimmt den Schaden sehr gut. Dann nämlich kann Duesme jetzt noch feuern. Das wird er auch tun. Mit einer 6, das ist eine 1, die er würfelt, vernichtet er Melas Chor und wir haben nur noch beim Gegner die Garnison. Wir gehen in die nächste Schlachtrunde und dann müssen wir jetzt überlegen, welchen Befehl wir geben wollen. Die Einheit kann uns nicht erreichen, das ist das Gute. Wir werden den Flankenangriff spielen auf Duesma. Denn die Einheit ist 2 Zonen entfernt. Das Problem ist, Duesma muss Aktivierungswurf machen, weil er nicht in Kolonnenformation ist. Tja, und kann Lan noch irgendwas Gescheites tun? Ich werde ihm mal den Feuern- und Vorrückenbefehl geben. Vielleicht wird er ja aktiviert und dann, ja, ist er immerhin auf 4-1 modifiziert. Mit Glück trifft er dann. Mehr können wir nicht machen. Dann bleibt das dabei. Die Gegner können nicht auf uns schießen. Und versuche als erstes mal Lan zu aktivieren. Aktivierungswert 6, das ist eine 9. Das heißt, er wird nicht aktiviert. Dann haben wir hier Duesme.
Der muss aktiviert werden. Jawohl, eine 6. Er hat Aktivierungswert 8. Das heißt, er wird jetzt vorrücken. Er wird ein zweites Mal vorrücken mit verbessertem Schockwert, aber da die Einheit hier im Zugang ist, ist sie sowieso automatisch geschockt. Dann der Angriff, modifiziert auf 9-3, also jawohl, da ist die 5. Die Einheit ist vernichtet und die Franzosen gewinnen einen haushohen Sieg. Wir haben in der gesamten Kampagne nur Victors sehr wertvolle Kavallerieeinheit hier verloren. Wir gehen nochmal zurück auf die Kampagnenkarte. Napoleon hat die Schlacht von Savona gewonnen mit ganz viel Glück, denn der Fog of War hat ihm erlaubt, eine weitere Einheit in die Schlacht zu führen. Er hätte sonst nur 2 gehabt. Leider hat er im Verlauf der Schlacht das Kavalleriekorps von Victor verloren, das so wertvoll war in diesem zweiten Italienfeldzug, den er jetzt mit einem vernichtenden Sieg hier gegen die Österreicher beendet, und zwar Anfang Juni 1800. Damit haben wir einen überlegenen Sieg errungen, bekommen 30 Punkte für unsere Gesamtwertung und werden dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich kann mal ganz schnell schauen, ob Victor dabei gewesen wäre oder nicht. So, ich habe mal reingeschaut. Der nächste Feldzug wird sein dritte Koalitionskrieg, der Feldzug von 1805 mit den großen Schlachten Ulm und Austerlitz, dem vermeintlich größten Sieg Napoleons. Und Victor wäre nicht dabei gewesen, deswegen ist der Verlust dennoch schade, dass wir hier Victor verloren haben, aber es schmerzt uns im weiteren Verlauf der Kampagne nicht so sehr. Was passiert eigentlich hier im Nachhinein? Also der zweite Koalitionskrieg wird mit dem Frieden von Lunéville Anfang 1801, glaube ich, beendet. Es gibt also noch Gefechte an der Rheinfront und so weiter. Der Frieden von Lunéville bestätigt den Frieden von Campo Formio. Das heißt, die französischen Satellitenstaaten, die Schwesterrepubliken, wie auch immer man sie nennen will, die Cisalpinische Republik wird wieder eingesetzt. Die Helvetische Republik hatte ich ja gesagt, sowieso schon. Und welche hatten wir hier eigentlich noch von Venedig? Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Jedenfalls werden die Erfolge gewissermaßen der republikanischen Truppen aus dem Beginn der Revolutionskriege hier bestätigt und wiederhergestellt. Ja, und Napoleon ist erster Konsul, der sich sehr intensiv in die politische Arbeit wirft, der weitere Verfassungsänderungen entwirft, der an dem Code Civil arbeitet, also dem gewissermaßen dem ersten bürgerlichen Gesetzbuch, das es in Europa gab. Und der sich militärisch vorbereitet auf einen Feldzug, eine Invasion gegen Großbritannien. Er sammelt seine Truppen in Boulogne am Ärmelkanal und trainiert sie da sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lange. Und 1805 nimmt das Ganze dann aber eine drastische Wendung, und wie die aussieht, das schauen wir uns beim nächsten Mal an in der Kampagne gegen die dritte Koalition. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit Field Commander Napoleon, dem zweiten Italienfeldzug. Lasst gerne mal eine Bewertung da oder ein Abo, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und bis bald, bis zum nächsten Mal. Euer Jan.